Herzlich willkommen zurück zu Anachronox. Ich habe jetzt erstmal offscreen einen kleinen Elementor für Krumpus zusammengesetzt und jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ja, jetzt wollte ich noch was erzählen, und zwar ist vor ein paar Tagen Terry Pratchett gestorben. Das war so ungefähr der Schriftsteller, der mich am meisten beeinflusst hat. Ja, was wollte ich jetzt dazu sagen? Was hat er mir eigentlich alles beigebracht? Ich habe damals angefangen, so mit 10, 9 Jahren zu lernen. Oh, ich sollte den Kompass halten. Zu lesen, nicht zu lernen. Und ja, der Kerl hat mir damals bald praktisch so ein bisschen durch das Lesen von diesen Büchern, die Scheibenweltbüchern, man habe ich damals eigentlich so ein bisschen gelernt, so selbstständige Denken mal kritisch zu hinterfragen, solche Sachen und so weiter zu machen. Mein Deutsch ist gerade wieder. Naja, ich habe heute ein bisschen Migräne. Vielleicht liegt es daran. Ja, so viel zum Thema, er hat mir das Denken beigebracht. Ja, und was hat mir Pratchett sonst noch so beeinflusst? Also, er hat auf jeden Fall mal meinen Geschmack für total abgefahrene Stories und so weiter. Kommt wohl auch daher, dass ich so früh angefangen habe zu lesen. Warum kann ich die Leute hier nicht rumlaufen lassen? Naja. Ich komme wieder nicht voran. Naja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe gerade irgendwie meine Stimme verloren. Was ist überhaupt das für ein Viech, was da kommt? Eine Ziehpuppe? Ja, okay. Okay, jetzt zurück zu meinem eigentlichen Thema. Also zum ersten Mal, ja, das ist echt der Grund, warum ich mal so solche ansprechenden Themen gar nicht mache, weil ich die während der Aufnahme sowieso irgendwie nicht mehr in Worte fassen kann. Was mir noch so gezeigt hat, war eigentlich, ja, wie wichtig, wie gut das Träumen sein kann. Ich bin ein ziemlicher Träumer, immer vollkommen unkonzentriert, ist bestimmt noch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, damit hatte ich halt immer früher ein bisschen Probleme, wurde immer von Lehrern und sonst was, ah, der konzentriert sich nicht und sonst was fertig gemacht. Ah ja, fand ich mal so übertrieben. Kritisiert, drücken wir es mal so aus. Und ja, und Pratchett hat mir eigentlich beigebracht, dass das eben nicht unbedingt was Schlechtes sein kann, sondern Kreativität eben durchaus was Positives. Ich weiß nicht, wie kreativ ich bin. Ich halte mich eigentlich gar nicht für so kreativ. Außer, dass ich halt gerne Tag zu Tag träume. Das mache ich sehr gerne. Ja, Pratchett hat das eben was Positives in mir gezeigt und auch gezeigt, dass Geschichten schreiben und erzählen eben eigentlich was Tolles ist. Ja, also er hat mich schon irgendwie beeinflusst, wenn man bedenkt, dass mir Stories in Spielen immer sehr wichtig ist. Ihr solltet mal vorlesen. Gut, sieht aus, als hätten wir es gefunden, Mädels. Lasst uns innen auf die anderen warten. Oh, aha, eine Gruppe ist drin, da müssen wir die anderen noch reinbringen. Wenn ich jetzt nur meine sowieso nicht vorhandene Konzentration noch auf zwei andere Sachen aufteile, wird's lustig. Ich wollte noch was zu Pratchett sagen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe gesagt, wie wichtig Träumen, wie schön Träumen sein kann, dass es positiv sein kann. Das war nicht alles, was ich sagen wollte, glaube ich. Ach ja, für ihn war es wahrscheinlich der Tod jetzt eher eine Erlösung. Er war ja aktiver Unterstützer der Sterbehilfe. Aktiver Unterstützer der aktiven Sterbehilfe ist ein lustiger Satz eigentlich. Und ja, also ich weiß noch, dass er irgendwann mal gesagt hat, er würde eben vorher keine Geschichten. Ich übersetze das jetzt frei aus meinem Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie richtig das noch ist. Senator, lasst uns in den Keller schleichen und den Rest des Teams treffen. Oh nein, Grafikfehler. Nein. Nein. Ich muss gerade schauen, ob die Aufnahme noch funktioniert, aber ich glaube, sie funktioniert noch gut. Gut. Ich hoffe es nicht, dass die Aufnahme jetzt hinüber ist. Oh, böse Blumen. Mit großen Kanonen. Sehr großen Kanonen.
Naja, die machen wir so gleich klein. Ach, ich sollte mal Krumpus Spezialfertigkeit des Heilfeld einsetzen. Warum kann er das? Interessant. Eigentlich habe ich darauf geachtet, dass der eine Funktion haben müsste, der Elementor. Aber offensichtlich hat er das doch nicht. Oder ist es ein Bug? Ich weiß es nicht. Ich springe so herrlich durch Themen, durch die Gegend, die ich immer sprechen will. Findet ihr das nicht auch toll? Ihr seid bestimmt schon vollkommen verwirrt. Ja, wer hier Marco verkloppt wird. Ups. Psy-Puppet, was macht das denn? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was es macht, aber es wird uns nichts mehr bringen. Den können wir den wahrscheinlich kontrollieren. Ich war bei der Sterbehilfe und, ach ja, was Terry Pschisch gesagt hat, er würde eben lieber sterben, bevor er keine Geschichten mehr erzählen kann. So wichtig war ihm das, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Oh. Die Viecher erinnern mich ein bisschen an den Krieg der Welten. Ich weiß nicht warum. Oder an Half-Life 2. Sieht auf jeden Fall so aus, als würden sie die Fäden ziehen. Das sind die Drahtzieher im Hintergrund sozusagen. Oh, wir müssen wirklich mal heilen. Sehr dringend heilen. Ah, jetzt können wir es eher einsetzen. Naja. So wichtig war ihm das Schreiben, dass es ihm wahrscheinlich auch die letzten Jahre am Leben erhalten hat. Also ich habe mich immer, er hat es 2007 ja bekannt gegeben und Pratchett ist wirklich so ziemlich die einzige Person gewesen, die ich, von der ich wirklich fasziniert war. Der einzige nicht, gibt schon ein paar mehr, aber die ich so aktiv verfolgt habe. 2007 hat er seine Krankheit bekannt gemacht. Na, doof. Wie konzentriert ich doch gerade bin. Und seitdem habe ich eigentlich immer gedacht, so ja, das war jetzt bestimmt das letzte Buch. Also seit 2010 oder so habe ich nochmal ein Bild gesehen, wo er aussah, als wenn er 80 gewesen wäre. Ich habe mir gedacht, oh je, dass er überhaupt noch schreiben kann, ist ein Wunder. Und ja, das geht ja wieder nicht. Man hat eigentlich wieder kein Leben mehr. Mich hat es seitdem eigentlich gewundert, dass er immer wieder noch ein Buch rausgebracht hat. Das letzte, ich glaube, es war der 40. Scheinwelt-Roman. Ich habe schon seit ewigen Zeiten keinen Scheinwelt-Roman mehr gelesen, muss ich leider zugeben. Das muss ich jetzt mal wieder ändern. Oder allgemein was von Pratchett. Das war schlecht. Vor lauter Schwafel. So wie zum Thema, ich träume durch die Gegend. Das muss ihm wirklich, das Schreiben muss ihm wirklich noch ziemlich lange beisammen gehalten haben. Also, schon ziemlich krass. Oh, das war jetzt eigentlich alles. Jetzt konzentriere ich mich mal wieder aufs Spielen, bevor ich hier noch mehr Mist baue. Wir verwenden gleich mal eine Timeline der Tier, um Echo wieder aufspielen zu lassen. Ein paar Glonen ins Meer wären natürlich nicht schlecht. Immer fest auf dem Krumpus. Eine Timeline-Datei, habe ich gesagt. Wie viel Schaden macht denn Boots überhaupt? Oh! Ich glaube, wir brauchen gar keinen Mystic bei den Typen. Zumindest nicht vom Boots, das ist gut, können wir Glodons sparen. Dass sie hier fest immer auf Krumpus, auf Echo draufhauen, gefällt mir nicht. Ihr müsst aber jetzt eh gleich umfallen. Schaden Echo macht? Ich glaube, es waren so 700, ich glaube, ich habe es schon mal ausprobiert. Hallo.
glaube, das war auch ein gutes Beispiel, gerade mein stocktes Erzählen, wovon ich bestimmt die Hälfte vergessen habe, die ich eigentlich erzählen wollte und die Hälfte keinen Sinn ergeben hat, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte. Warum ich mich lieber beim Kommentieren auf das Spiel selbst konzentriere, eher weniger aus der realen Welt auch erzähle. Nicht nur, weil ich es meistens unpassend finde, das war mir jetzt einfach ein zu wichtiges Thema. Ich wollte jetzt auch nicht extra noch ein extra Video machen und sonst was irgendwie. Und nachher noch, das war gerade das, wo ich es vom Kommentar her am besten passend fand. Warum habe ich denn jetzt einen Freeze Plus gegeben? Naja, wir kommen ja ein bisschen voran. Oh, selbst Kompass macht hier 300 Schaden. Naja, das sollte ihm dann Pekko den Rest geben. Wenn er nicht gleich Pekko den Rest gibt. Oder Pekko Luftlöcher erschlägt. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Es war irgendwas mit Konzentration. Ja. Also die Konzentration, dass das überhaupt nicht funktioniert bei mir, ist einer der Gründe. Vielleicht mit ein bisschen Übung wird es vielleicht irgendwann funktionieren. Aber momentan, der Hauptgrund ist eigentlich, ich finde es nicht so passend. Wo lang geht's denn jetzt? Sehr interessant. Ich hoffe, wir kriegen das Schloss geknackt. 35 Sekunden sieht gut aus. Das müsste dann wohl die 4 oder die 6 sein. Ich wette, das war die 6. Was? Hä? Warum sind das jetzt noch 2 Stufen? 3? Hab ich vorhin verzählt? Sind es 3 Stufen? Hä? 0? Jetzt bin ich verwirrt. Es war 0? Okay. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Ja, okay, jetzt können wir es eh vergessen. Ach, egal. Ich verzähl mich eh wieder. Das müssen 2 Stufen sein. Also entweder die 3 oder die 8. Was? Was wohl die 8? 9? Oh, die 9 hatte ich doch. Heute ist wieder so ein Tag, wo man nicht aufnehmen sollte. Und man ist trotzdem cool. Okay, das müssen 2 Stufen sein. 3? Verzähl ich mich hier die ganze Zeit? Offensichtlich, damit uns wohl 3 Stufen. Bin ich jetzt zu blöd zu sehen? Entschuldigung, ich muss kurz Brain Google aktivieren. Das fährt noch hoch, das ist noch so ein alter Kupferprozessor, das dauert eine Weile. Okay, das müsste jetzt die Hälfte sein, müssten 5 Stufen sein bei 8. Zahlen, das heißt, es gibt die 2 oder die 3. Hä? Irgendwie denke ich falsch. Okay, ich war noch nie ein Mathe-Genie. Ach du Schatz. Das ist eine Stufe. Okay, jetzt sehe ich wenigstens wieder, was eine Stufe ist. Das ist kein Wunder, dass ich mich die ganze Zeit verzählt habe. Das ist eine. Schön, wenn es solche Minispiele nicht sonderlich leiden kann. Das müssten 3 Stufen sein. Dann sind das. Ja, jetzt spät. Oh Gott. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit auch das. Stufen schon falsch gezählt. Naja. Das müssten 3 sein. 2. Ich bin übrigens grottenschlecht daran, solche Sachen abzuschätzen. okay, das ist die Hälfte. Also sind wir 5 Stufen entfernt. Hä? Was? Ich habe einen Denkfehler, aber welchen? Ich habe gerade echt einen extremen Denkfehler. Fünf. Rein theoretisch. So
sind wir jetzt eins näher dran, das heißt 9? 1? 2? Moment. Finde den Code für jede Sperre raus und nur auf die jeweiligen Pfeile klicken. Ich gehe auf die Sperre oder drücke die Leertaste, um die eingegebene Kombination auszuprobieren. In der vorgegebenen Zeit. Tipp, die Anzeige auf den Griff des Dietrichs zeigt dir deinen Fortschritt an. Ja, also wie nah ich dran bin. Ja, das schafft man hier nicht mehr. Das müsste jetzt eine Stufe sein. Oder 2 oder 0? Hast du 2 Stufen? Ich blick diese Anzeige, glaube ich, einfach nicht. Das ist vollkommen nicht. Wie sind das 2 Stufen? Okay, dann ist es 6. Hä? Okay, jetzt bin ich bei 0 ganz dran. Also 9? Warum auch immer. 2 Stufen oder 3? Irgendwie hat das früher doch mal besser geklappt. Okay, ich hänge da jetzt an dieser Tür fest. Tut mir leid, ich glaube, ich habe heute keinen Kopf dafür so wirklich. Ich wollte es eigentlich nur das unbedingt hier ein bisschen aufnehmen. Aber, ja. Kopfschmerzen und Hirn, Kopfschmerzen und Lernen essen Hirn auf. Also dann bis nächstes Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.